Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Serie auf diesem Kanal. Wir spielen dieses Mal Furi. Ich habe das Spiel, das ist ein gutes Spiel. Man kann es vergleichen praktisch, mit was kann man es gut vergleichen? Es ist ein Bullet Hell. Aber nicht Bullet Hell im Sinne von einfach nur dodgen und dann mit demselben Maß an Bullets zurückschießen, sondern ich kann es wirklich gut erklären, weil es ist praktisch ein Hack and Slay mit Bullet Hell. Aber man selbst kann auch einen Bullet zurückschießen, praktisch gesehen, aber nicht in dem Sinne von einem Bullet Hell zurückschießen. Das ist wirklich schwer ein bisschen zu erklären. Aber letzten Endes, Furi ist ein Indie-Game. Es hat einen unglaublich guten Sound. Also alle Sounds, die kommen, sind perfekt, muss ich sagen. Jedes einzelne Ost ist super. Das Spiel selbst ist, es ist hart, ja, aber man muss halt lernen, wie es geht. Und ich muss sagen, mir gefällt das Spiel. Ich habe es nicht noch nicht durchgespielt, muss ich auch sagen. Ich habe die ersten zwei Bosse geschafft. Der dritte hat mir dann zerlegt. Und dann habe ich andere Probleme gehabt, aber fangen wir mal an. Wir machen ein neues Spiel. Spaziergang. Das ist kein Trophäe, du kannst die Schwierigkeit auf Furiosa und den Spiel nicht freischalten. Diesen Modus kann jeder das Universum und die Hintergrundgeschichte genießen. Das Spiel endet schneller und ist deutlich leichter. Ja, Furi. Es heißt Furi, also spielen wir so Furi. Nur wenn Sie wissen, der Ton gibt es keinen anderen Ton als Englisch. Die Anzeige ist aber Deutsch jetzt. Hab ich so eingestellt. Und damit geht's los. Kamera können wir gerade nicht drehen, aber wir können direkt zum Gegner gehen. Automatisches Gehen, wirklich. There's an easy way and a hard way. You choose. Excellent choice. Jobs kriegen wir das Tutorial. So. Yeah.
Okay. Komm, au. Au. Ich muss jetzt wirklich wieder reinkommen. Au. Au. Komm schon. Ich muss wirklich wieder das Timing rausfinden. Gut. I was hoping you'd try to get up, so I can hurt you real bad. So, eine kleine Kombo haben wir auch mal hingekriegt wieder. Ich bin jetzt den ganzen Bereich nur mit... Na gut, wir lernen es gerade erst. Und ich bin richtig scheiße darin gerade. Au. Spiel. Au. Das ist wirklich meine wirklich... Das Tanzen wieder mehr vom Dodgen. Oh, und wir sind ja auch abwissen. Au. Und auf dem Boden mit dir. Und runter. This has been fun, but it's time to get serious. Oh no. Those shocks in the cell, they really hurt, don't they? Versuch's nochmal, komm schon. Jedes Mal gescheit parieren kriegt man noch ein Leben zurück. Oh, ist mir gerade das Auffallen wieder mal. Komm schon. Ach, war auch nicht so schlecht. Was ist los mit dir, verdammt nochmal? Ja. Ich krieg hier weiter. Und das war. No way. Au. I will bring you back every time. It's what I do. Okay, Fokus. Ach, anders.
Geht musst du nicht, warte jetzt. Au. Oh, wo ist das Leben? Okay, ich muss wirklich wieder auf die Distanz achten. Ja, nachdem ich dich getötet habe, gerne. Oh, das ist ein Problem. Ja, das haben viele gesagt. Okay. Warte, jetzt kommt er. Wirklich? Au. Wirklich. Geht doch. Und das war horrormäßig zum Anschauen, ich weiß.
Excellent! What a thrill! Not your first time, right? Anyway, the good news, we're one step closer to freedom. The bad news, there's more out there waiting for us. But don't worry, I know them. I can help. Believe me, what's waiting at the end of all this is so worth the trouble. You and me, we're in the same boat now. Now let's get the hell out of here. Way down there lies a free world. A world of peace and light, where you're free as the wind. And you know what? We're going to get there. So, erste Welle abgeschlossen. Gehen wir zur zweiten. Der große Metallkugel. So, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir hören jetzt hier auf. Wir machen für jede Folge machen wir eine Welt. Egal wie lang es dauert. Und würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Danke. Ciao.